Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur Kalenderblatt. Heute, vor 320 Jahren, verstarb Spaniens König Karl II. Er hatte keine leiblichen Nachkommen, was dazu führte, dass er der letzte Habsburger auf dem spanischen Thron sein sollte und nunmehr die Bourbonen zum Zuge kamen. Und bis heute stellt das Haus Bourbon sozusagen, oder Bourbon, wenn es Ihnen lieber ist, den spanischen König. Ein Kalenderblatt von Thomas Hartmann. Es liest Conny Wolter. Es besteht kaum Hoffnung, dass sich Karl II. Noch einmal von seinem Krankenlager erhebt. Aber Ruhe ist dem spanischen König nicht vergönnt. Denn leibliche Kinder hat er nicht. Und was seine Nachfolge angeht, hat er sich immer noch nicht entschieden. So setzen sie ihm weiter zu. Die der Meinung sind, ein Österreicher sollte die spanische Krone tragen, wie die der sagen, ein Franzose müsse sie aufsetzen. Die letztere Partei, zu der auch der Papst gehört, kann sich schlussendlich beglückwünschen. Auf Karl folgt Philipp von Anjou, Enkel des französischen Königs Ludwig XIV., verfügt das Testament vom 3. Oktober 1700. Nicht einmal einen Monat später schließt Karl für immer die Augen. Der König kann seinen Körper nicht gerade aufrichten, sondern wenn er geht, stützt er sich auf einen Tisch oder eine Mauer oder etwas anderes. Sein Körper ist schwach wie sein Verstand. Er erscheint schwerfällig und antwortet nicht, ungeschickt, träge, mit dummem Gesichtsausdruck. Man kann tun, was man will. Er hat keinen eigenen Willen. Dies ist eine Beschreibung Karls aus dem Jahre 1685, mitnichten polemisch, wie man vermuten könnte. Sie gilt einem Monarchen, der von den Historikern heute übereinstimmend als untauglich für sein Amt angesehen wird, körperlich wie geistig. Doch die dynastischen Spielregeln der Zeit wollen es anders. Ab 1665 König von Spanien führt Karl ab 1677 und dem Ende der mütterlichen Vormundschaft die Amtsgeschäfte, zumindest offiziell. Eher liegt sie wohl in den Händen seiner Umgebung. Der uncharmante und anspielungsreiche Beiname des Königs: El Hechizado, der Behexte. Die Konstitution Karls dürfte nicht zuletzt eine Folge habsburgischer Heiratspolitik sein. Der Sohn Philipp IV. Kann in der 5. Ahnengeneration gerade einmal 10 verschiedene Vorfahren für sich in Anspruch nehmen, rechnet Matthias Schnettger in Der spanische Erbfolgekrieg aus. Normalerweise wären es 32. Die Folgen dieser reduzierten genetischen Varietät waren bei Karl II. Unübersehbar. Physiognomische Besonderheiten wie die berühmte habsburgische Unterlippe waren bei ihm bis zur Karikatur ausgeprägt. Je länger Karl ohne erbberechtigte Nachkommen bleibt, umso heftiger stellt man sich an den europäischen Höfen die Frage, was wird? Österreich wie Frankreich machen Ansprüche auf den spanischen Thron geltend. Andere wiederum fürchten um das Gleichgewicht in Europa. Egal nun, ob die österreichischen Habsburger oder die Bourbonen den Thron ernten. Eine eventuelle Teilung Spaniens wiederum will Madrid nicht. Ein Kompromiss bahnt sich an, als Karl den Kurprinzen Joseph Ferdinand von Bayern als Nachfolger benennt. Nur, der stirbt, mit gerade mal 6 Jahren. Karls schlussendliche Entscheidung für Philipp von Anjou akzeptiert Kaiser Leopold I. in Wien nicht. Ihm schließen sich England, die Niederlande oder Preußen an. Ein langjähriger Krieg ist die Folge, auf Schlachtfeldern in West-, Mittel- und Südeuropa, in den Kolonien. Der spanische Erbfolgekrieg. Ja, das war die Folge, genau, des Todes des physiognomisch und auch sonst sehr benachteiligten spanischen Königs Karl II.